das gut? Ja. Gut, dann fange ich vielleicht mal zum Warm-up für die beiden mit einer kurzen Frage an. Danach seid ihr dran. Einfach nur mal vorab. Titsch, wie geht's dir? Kurz vor Saisonende, wie viele Trainingseinheiten stehen eigentlich noch an? Am Sonntag ist das letzte Spiel gegen den VfL Bochum. Und ja, wie ist bei dir so das Fazit zu dieser Saison und auch die Lust auf die Sommerpause? Gib uns mal einen Einblick, bitte. Ja, zum einen, mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Wir haben jetzt am Sonntag unser letztes Spiel und danach ist für uns dann die Sommerpause. Ich freue mich total, weil wir dann Urlaub haben, mal keinen Fußball. Und ich hoffe, das Wetter spielt mit wie bisher. Das ist die Gemütslage immer gut. Und genau, ich freue mich einfach nur, dass dann am Sonntag das letzte Spiel, was wir natürlich gewinnen wollen, dann auch vorbei ist und wir dann in Urlaub gehen können und einfach die Füße hochlegen können. Vielen Dank, Titsch. Und jetzt eine Frage an Kevin vielleicht mal vorab. Heute war Training, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, ihr seid jetzt direkt vom Training, habt euch extra Zeit genommen jetzt am Nachmittag für die Kinder hier bei der Tisch-Pressekonferenz. Vielleicht kannst du uns mal und auch den Kids einen Einblick liefern, wie so ein Trainingstag abläuft. Wenn du Training hast, wann kommst du hier hoch? Wie bereitest du dich darauf vor? Gib uns da doch mal einen Einblick. Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. An so einem Trainingstag treffen wir uns meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde vor dem Trainingsbeginn. Ich zum Beispiel mache dann noch Aufwärmübungen für mich und ich muss noch meine Knöchel tapen, weil da schon einiges kaputt gegangen ist. Und dann steht halt die Trainingseinheit auf dem Programm, die immer verschieden abläuft. Und dann nach dem Training müssen wir dann noch eine Dreiviertelstunde da bleiben zur Behandlung oder für die Sauna oder die sogenannte Eistonne. Also habt ihr danach, ist bei euch Entspannung angesagt sozusagen, nach dem Training? Ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? Genau, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gut. Also das war es soweit als Einstimmung vielleicht mit meinen Fragen, aber ihr habt sicherlich noch viel spannendere Fragen als ich. Deswegen würde ich jetzt anfangen. Wir haben es, glaube ich, auch geregelt, wer wann streckt. Dementsprechend würde ich euch jetzt bitten, wer möchte die erste Frage stellen und ich nehme euch dann immer dran und gucke, dass wir schön abwechseln. Also, schießt los. Und natürlich, immer wenn er die Frage stellt, ganz kurz, ob die an beide geht oder nur an den Titsch oder nur an den Kevin, je nachdem. Wer möchte die erste Frage stellen? Bitteschön. An Kevin. Wie lange bist du schon beim FCH? Das ist jetzt meine zweite Saison, also fast 2 Jahre jetzt, aber ich war ja schon mal ein halbes Jahr hier ausgeliehen. Vor 3 Jahren. Genau, der Kevin war in der 3. Liga schon bei uns, ein halbes Jahr, wie er es gerade gesagt hat, und ist dann nach dem Aufstieg fest zu uns gekommen. Der war da ausgeliehen von Greuther Fürth. Genau. Gut, wer möchte weitermachen? Ja, bitte. Marcel, was war Ihr Fußballspiel als Kind? Mein Idol, mein Vorbild, wo ich immer kleiner war, war Zinedine Zidane. War für mich so damals der beste Spieler, den es gab. Weißt du, der hat auch Tricks gemacht, hat so von den Körperbewegungen her, war immer so vorbildlich. Aber so gut wie er bin ich nicht geworden. Nicht so schüchtern, bitteschön. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht Fußball spielen? An wen? An beide? Oder an Kevin? Okay. Man macht viel mit den Mannschaftskollegen. Ich mache zum Beispiel auch sehr viel mit dem Teach. Wir gehen essen oder spielen Playstation. Und Oder gefühlt jeden 3. Tag im Kino, ne? Ja, und wir gehen viel ins Kino. Du warst gerade eben schon, ich nehme mal gleich nochmal dran. Wer hat noch eine Frage? Aber behalte sie dir bei dir die Frage. Kommt gleich nochmal hier vorne, bitte. Was war Ihr schlimmstes Fußballerlebnis an beiden? Beide? Mein schlimmstes Fußballerlebnis? Wo ich damals, bevor ich nach Heidelberg gewechselt bin, war ich ja bei der Eintracht Frankfurt. Und damals sind wir abgestiegen. Und ich glaube so, die Erfahrung, ich habe zwar nicht gespielt, aber die Erfahrung, einfach abgestiegen zu sein, das macht einen schon sehr traurig, sage ich mal. Das war für mich so mein schlimmstes Sporterlebnis, sage ich mal. Jetzt kurze Nachfrage an der auch kritischer Art. Ich glaube, du hast jetzt nicht alles erzählt, weil es gibt noch eine zumindest kuriose Geschichte in dem Zusammenhang. Die kannst du uns auch mal verraten. Warum gehst du jetzt darauf ein? Ich wollte auch mal kritisch nachfragen. Ja, du bist so fies, ey. Damals habe ich ein Spiel gemacht in Dortmund und ich habe halt einen Rekord geschafft, dass ich halt das schnellste Foul in der Bundesliga-Geschichte bekommen oder gemacht habe. Dann musste ich dann nach 43 Sekunden habe ich einen Platzverweis bekommen und durfte wieder den Platz verlassen. Also ich war gerade auf dem Platz,
da durfte er schon wieder den Platz verlassen. Und ist, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, sogar nur eingewechselt worden. Also nicht von Anfang an, sondern... Das ist besonders so gemacht. Ich wollte es heute an der Stelle mal erwähnen. Genau, eingewechselt und in kurzer Zeit wieder ausgewechselt. Schlimmstes Fußballerlebnis von Kevin? Als Mannschaft war, habe ich schon zwei Abstiege mitmachen müssen. Ich habe zwar auch wieder tief nicht viel gespielt, aber es ist natürlich trotzdem immer eine dumme Situation, weil die Situation will einfach keiner, weil ja, man weiß nie, was der nächste Saison passiert und ja, ist einfach nicht schön. Und persönlich war es natürlich mein Kreuzbandriss, den ich 2012 hatte. Das war dann auch nicht so eine einfache Zeit für mich persönlich. Ja, in der letzten Reihe, bitteschön. Wann habt ihr beide euch angefangen, über Fußball zu interessieren? Ich glaube, bei mir war es immer so, aus mit 7, 8 Jahren habe ich dann irgendwann so ein bisschen das Fußballspielen entdeckt, sage ich mal. Weißt du, habe ich auch mit meinem Papa immer ein paar Bälle hinterher gespielt und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht und dann habe ich halt irgendwann so den Willen, die Lust gehabt, halt es einfach mal zu versuchen, ob es mit Fußball auch funktioniert. Und ich habe halt auch das Glück gehabt, dass ich heute mein damaliges Hobby zum Beruf machen durfte. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich bin auch immer mit meinem Vater auf den Sportplatz gegangen. Er hatte selber noch Spiele gehabt und dann bin ich halt mitgekommen. Und ja, dann tritt man halt auch mal gegen den Ball. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch in den Verein eingetreten bin. Und wie Tief sagt, ich bin froh, dass ich jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Oh, jetzt gibt es viele Fragen. Jetzt darf ich nicht den Überblick verlieren. Ich nehme jetzt mal genau dich im... In der vorletzten Reihe, bitte. Haben Sie Freunde beim FCH gefunden alleine? Wie bitte? Haben Sie Freunde beim FCH gefunden alleine? Freunde? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Man muss sagen, unsere Mannschaft ist so von den Charakteren her, weißt du, von den Spielern her, sehr, sehr sympathisch und da sind wirklich schon viele Mitspieler auch gute Freunde geworden. Und es ist ein sehr, sehr schönes Umfeld hier, muss ich sagen, man fühlt sich sehr wohl. Also es ist leicht gemacht, jemanden zu finden, mit dem man gerne zusammen ist. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich muss auch sagen, auch für Neuzugänge ist es natürlich hier in der Mannschaft sehr, sehr einfach, sich zu integrieren. Also wir nehmen da auch jeden gut auf. Jetzt letzte Reihe nochmal. Okay. Wechsel, wer von euch, also ihr kommt beide dran, einigt euch, wer zuerst dran ist. Wie heißt Ihr bester Freund in der Mannschaft? Mein bester Freund in der Mannschaft? Ja. Ich glaube, der sitzt hier neben mir, der Kevin. Ja, muss ich ja zurückgeben. Spiegel. Du warst auch nochmal die letzte Reihe? Nee, die sind noch nicht dran. Ach, sind noch nicht dran? Okay, sorry. Hier vorne, bitte. Beide, was ist euer Lieblingstier? Der Löwe ist mein Lieblingstier, ist auch mein Sternzeichen und ja, der gefällt mir einfach. Mein Lieblingstier? Schwer. Faultier. Faultier, ja. Eins meiner Lieblingstiere ist ein Panda. Also. Ganz außen, ja. Was war Ihre schlechteste Note in der Grundschule? Oh. Das ist eine gute Frage. Grundschule? Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt funkern die beiden euch an, kann ich mir nicht vorstellen. Immer Durchschnitt, ich war immer Durchschnitt. Nie gut, aber nicht schlecht. Also ich kann es dir auch echt, ehrlich gesagt, gar nicht sagen, was ich... Hast du keine 4 gehabt mal irgendwo? Ja klar, 4. Immer 5 gehabt, klar. Aber in der Grundschule glaube ich noch nicht. Obwohl, ich habe es noch nie geschafft, eine 6. Eine 6, muss ich sagen, muss ich mich loben, eine 6 habe ich nicht geschafft. Aber ich hatte viele 5 und doch, die kamen schon mal vor. In welchem Fach? Auf jeden Fall. Welchem Fach? In Sport. Mathe, der Klassiker, ne? Mathe gab es immer mal ein paar Ausrutscher. Ich habe Chemie zum Beispiel habe ich überhaupt nicht gemacht. Chemie war immer. Genau, das sind meine Schwächen. Ja, bei mir war es Englisch immer, da hatte ich immer so meine Probleme mit den Sprachen. Ja, bitte, hier im Trikot. Haben. Ja, genau, dahinter und du kommst dann danach dran. Was war euer größter Erfolg im Fußball? Der größte Erfolg war für mich, wo ich mit Fürth aufgestiegen bin in die Bundesliga und wir damals auch ins Halbfinale im DFB-Pokal gekommen sind. Das war so mein größtes Erlebnis. Mein größtes Erlebnis war damals, wo wir mit Heidenheim aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und auch jetzt das Viertelfinalspiel gegen die Hertha war für mich auch so ein Höhepunkt. Ja, hier vorne. Haben Sie
Haben Sie vor manchen Gegnern Angst? Nee, Angst haben wir nie. Also ich zumindest nicht. Respekt, ja, sollte man jedem Gegner zollen, aber Angst braucht man ja auch nicht zu haben. Ich meine, jede Mannschaft oder jeder Gegenspieler, der kocht ja auch im Prinzip nur mit Wasser. Also da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ja, bitte? Ja. Wie ist euer Verhältnis zu Frank Schmidt? Gut, also ich denke, so ein typisches Spieler-Trainer-Verhältnis. Der Trainer kommt auf dich zu, sagt dir, was du noch besser machen kannst, was du das vergangene Spiel nicht gut gemacht hast. Wenn du was auf den Schultern hast, was du mal gerne ansprechen müsstest, kannst du immer gut mit ihm reden. Also ich denke, das ist ein gutes Verhältnis zu ihm. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Die Kinder, die Kinder. Ganz normal. Genau, dann machen wir es doch so. Wer aus der Gruppe war jetzt noch, hat noch keine Frage gestellt, aber hat mal Hand hoch. Ich glaube, du hier vorne auch, oder? Du hast gerade eben gestreckt. Hast du schon eine Frage? Hast du schon eine Frage gestellt? Hat jeder schon eine Frage gestellt von euch? Hier vorne? Ja, bitte. Wie wir zum FCA gekommen sind. Ich habe damals ein Angebot bekommen, wo ich dann bei der Eintracht gewesen bin. Und genau, dann bin ich dann damals, habe ich mir das ja erstmal angeguckt und hat mir sehr gut gefallen. Auch der Heidenheim hat mir auch erklärt, was sie vorhaben für die Zukunft und es ist mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, es passt zu mir, wie die Philosophie ist und das wollte ich machen, genau. Ja, das läuft eigentlich quasi fast bei jedem immer so gleich ab. Es ist oft noch, dass ein Verein sich dann beim Berater meldet und der spricht dann mit dem Spieler und dann trifft man sich mit dem Trainer, mit dem Holger Sandwald zum Beispiel und dann hat man Gespräche und dann kommt man mal hierher, guckt sich alles an. Und dann unterschreibt man. Okay, dann machen wir es so. Ihr vier stellt jetzt der Reihe nach eure Fragen, von links nach rechts. Welche Sportart ist deine zweitliebste an Kevin und Titch? Ich habe früher viel Tennis gespielt. Also meine zweite Lieblingssportart ist Tennis. Ich spiele sehr gerne Tischtennis. Ja? Nächste? Was habt ihr in eurer Jugend gemacht? Meinst du sportlich oder einfach auch so unabhängiges vom Sport? Alles. Alles? Auch, wir waren immer, viel unterwegs mit meinen Freunden. Wir haben auch viel Tennis gespielt, Fußball gespielt, waren im Schwimmbad bei gutem Wetter. Ja, also bei mir auch. Also klar, nach der Schule hat man sich immer getroffen, ist mal auf den Boysplatz gegangen. Hat viel Zeit draußen verbracht. Also ja. Viel mit den Freunden halt unternommen. Der nächste? Aus der Reihe noch? Ja? Wart ihr bei der Jugendfeuerwehr? Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Nee. Bist du dort? Ja. Echt? Macht Spaß, gut? Ja. Fühlt es sich an, meine rote Karte zu bekommen? Nicht gut. Fühlt sich gar nicht gut an. Ist auch noch gar nicht so lange her. Nee, also der Moment, wenn der Schiedsrichter dann an die hintere Hosentasche greift, dann hat man schon ein ungutes Gefühl und dann zeigt er die, also da fühlt man sich schon echt schlecht, weil man natürlich nicht nur die Mannschaft in den Stich lässt, sondern weil man dann auch die nächsten Spiele der Mannschaft auch nicht helfen kann oder darf. Ja, tut schon weh auf jeden Fall in dem Moment. Wenn er die rote Karte zeigt, dann schmerzt. Jetzt hier außen, zweite Reihe nochmal. Du hast, glaube ich, nochmal gestreckt. Ja. Ja, also ich kann nur von mir reden. Ich kenne es nicht anders. Also ich bin schon seitdem ich 5, 6 oder seitdem ich im Verein bin, kenne ich das gar nicht, kein Wochenende zu haben, weil wir haben ja immer Spiele und man ist immer unterwegs. Also für mich ist meistens Wochenende 2 Tage nach dem Spiel. Da haben wir dann frei und dann kann man auch die Freizeit genießen. Genau, gehen wir genauso. Wir haben ja aufgrund der zweiten Liga haben wir ab und zu mal Freitagsspiele gehabt, da ist dann eigentlich ganz gut. Da hast du dann Samstagmorgen noch Training zum Auslaufen und dann hast du den Samstag den restlichen Tag und den Sonntag frei. Also da hast du eigentlich dann schon dein Wochenende, wenn du so möchtest, wenn du Freitag spielst. Gut, dann machen wir jetzt alle anderen die Fragen noch behalten, dann gucken wir, dass wir die am Ende noch unterbringen können und jetzt machen wir mit der zweiten Gruppe weiter. Bitte, wer möchte einen Anfang machen von euch? Gut, ja, dann hier in der vorletzten Reihe, bitte. Ja,
ich schätze sehr, was die Frauen machen. Ich meine, die geben ja auch Vollgas, aber ich muss auch ehrlich, ich verfolge Frauenfußball überhaupt nicht. Also natürlich, wenn eine Weltmeisterschaft ansteht oder eine Europameisterschaft, das gucke ich auf jeden Fall. Aber jetzt so auch den Liga-Alltag zum Beispiel, da bin ich jetzt nicht so hinterher. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also wenn eine WM oder eine EM vor der Tür steht, das gucke ich mir dann auch an im Fernsehen. Aber so jetzt, was in der Bundesliga, wer oben mitspielt oder wer absteigt, das kann oder das weiß ich nicht. Gut, dann zwei, hier vorletzte Reihe, außen, ja, genau. Was für ein Auto fahren? Was für ein Auto? Ja. Ich fahre einen BMW. Ich fahre einen Golf. Vorletzte Reihe wieder, bitte. Wie oft und lange trainieren Sie? Wie oft und wie lange ihr trainiert? Es kommt immer darauf an, wann unsere Spiele sind, von den Trainingstagen her. Wir haben meistens einmal die Woche zweimal Training am Tag und die restlichen Tage haben wir einmal am Tag Training. Meistens so zwischen, ja, ich sag mal, 1,5 Stunden und 2 Stunden. Kommt immer drauf an. Also jeden Tag im Prinzip, bis auf einen Tag in der Woche, müssen die Jungs ran. Schon ein ordentliches Programm. Und ja, oder? Ja, und in der Vorbereitung natürlich jeden Tag zweimal, beziehungsweise teilweise auch dreimal. Genau, im Winter und im Sommer ist es dann nochmal besonders heftig. Außen, bitte. Wie ist es, vor der Kamera zu stehen, an beiden? Ja. Also man nimmt das eigentlich überhaupt nicht so wirklich wahr. Jetzt zum Beispiel auf dem Spielfeld, da bist du ja konzentriert, ne? Da guckst du ja nur auf dein Spiel. Und jetzt angenommen, danach, nach dem Spiel, da wirst du nach deiner Meinung gefragt, dann, ich glaube, man gewöhnt sich halt irgendwann so ein bisschen dran. Da macht man sich keine so großen Gedanken drüber. Ja, ganz außen, letzte Reihe. Wie hieß Ihr erster Fußballverein an Weide? Meiner hieß SV Niedersilbach. Meiner war die Spielvereinigung 03 in Isenburg. Ja, letzte Reihe wieder. Wie sieht das neue Heimtrikot aus? Das neue Heimtrikot? Ja. Da musst du am Sonntag ins Stadion kommen, dann siehst du es wahrscheinlich. Genau. Der ist da kommst du? Ja, sieht gut aus. Stoß mal kurz hin, sieht echt cool aus. Fällt euch bestimmt. Hintere Gruppe noch ein paar Fragen, ja. Vorletzte Reihe, bitte. Wie finden Sie die Teamfarben-Trikots? Die Teamfarben, oder was? Farben. Also rot, blau und weiß? Ja. Und die Trikots, okay. Ja, also das Trikot finde ich gerade, also das Nike-Trikot finde ich eigentlich immer ganz ansprechend. Also mir gefällt es eigentlich immer. Was ich immer schade finde, dass wir nie mit unseren Ausweichtrikots spielen. Ja, genau. Ich finde die Farbe echt cool, muss ich sagen. Aber ich mag die Trikots von uns, mag ich sehr. Es gibt auch Trikots zum Beispiel, die haben jetzt hier, wie mein Poloshirt und Kragen. Das mag ich nicht so. Hatten wir auch schon mal gehabt beim anderen Verein. Aber die aktuellen sind echt cool. Vorletzte Reihe. Ja. Ja. Mein Vorbild war früher Alessandro Nesta und momentan ist es so ein bisschen Boateng und Ramos. Ja, mein damaliges war aber immer noch Zinedine Zidane und der so ein bisschen positionstreuer war Iniesta. Ja, vorletzte Reihe, bitteschön. Haben Sie einen Glücksbringer an beiden? Ich habe keinen. Ich auch nicht. Ich habe immer noch mein Ritual vom Spiel, aber einen Glücksbringer habe ich keinen. Ganz außen, vorletzte Reihe. An beiden. Wie finden Sie das Maskottchen Paulitz? Lustig. Ja, auf jeden Fall. Erinnert mich mal ein bisschen an Balu immer. Was hatten eigentlich eure ehemaligen letzten Vereine für Maskottchen an der Stelle? Was waren das für Tiere? Bei der Eintracht ist es ein Adler, heißt Attila. Genau. Fürth hat, glaube ich, so einen Drachen gehabt. Okay. Von der hinteren Gruppe gibt es ja noch, glaube ich, mindestens eine Person, wenn ich mich im Kopf habe, die noch nicht gestreckt hat, gell? Du darfst jetzt, bitte. Haben Sie ein Haustier an beide? Ich habe keins. Ich auch nicht. Noch eine Frage, dann schieße gleich hinterher. Was für? Wenn du noch eine Frage hast, kannst du gleich hinterher schießen. Ja. Keine mehr? Okay.
Dann in der letzten Reihe nochmal. Lieblingsessen, ja. Das ist eine gute Frage. Ich esse eigentlich alles, ey. Also ich esse gerne Nudeln. Ja. Ja, Nudeln, ja. In der letzten Reihe, bitteschön. Wie ist das 90 Minuten? Anstrengend ist es. Aber es kommt natürlich immer auf den Spielverlauf drauf an. Also wenn du 3-0 führst zum Beispiel, dann ist es natürlich angenehm, die 90 Minuten zu spielen. Aber wenn man natürlich 3-0 zurückliegt, dann ist es eher eine Qual. Gibt es unter uns Fußballer, die aktiv im Verein spielen? Wir werden alle mal Hand hoch. Okay, und wie lange spielt ihr so? Spielt ihr auch 90 Minuten oder ist es bei euch kürzer oder sogar länger? Ja, gib mal, einfach interessiert uns, gib uns mal. Bitte schön, Auskunft. 50 Minuten. Was bist du für eine Jugend? E-Jugend. Bei euch ist es anders? Nee, auch 50 Minuten. 70 Minuten. 70? Und bei dir? Bei mir so eine halbe Stunde. Halbe Stunde, ja, du bist schnell fertig. Ist auch entspannt. Aber musst dann wieder in der halben Stunde Gas geben, gell? Gut, in der letzten Reihe, bitteschön. Auch 50 Minuten. Ach so, okay, auch noch 50 Minuten, alles klar. Dann machen wir mit den Fragen weiter. Ja, erste Reihe nochmal. Habt ihr Frau, Freundin oder schon Familie? Ich habe eine Freundin, aber die wohnt in Wiesbaden. Genau, ich habe auch eine Freundin, die wohnt in Frankfurt. Gut, dann machen wir es doch einfach so, jetzt mal für die nächste Runde, gehen wir von hinten nach vorne durch, von links nach rechts, fangen wir hier außen an, bitteschön. Haben Sie Fanartikel bei sich zu Hause? Fanartikel, glaube ich, auch FCH-Fanartikel oder auch von anderen Vereinen vielleicht zu Hause habt bei euch? Das Einzige, was ich mache zum Beispiel, wenn ich jetzt Freunde, die ich kenne, die bei anderen Vereinen spielen, dann tausche ich immer die Trikots. Aber ansonsten, muss ich gestehen, habe ich jetzt nichts von Heidenheim. Also ich habe jetzt auch nur Trikots von anderen Vereinen, mit denen ich getauscht habe, aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts Großartiges zu Hause. Jo, gehen wir weiter. In der Reihe waren, glaube ich, noch eine Frage. Dann machen wir hier weiter, ja. Also in der Reihe, wo wir gerade eben waren, genau. Wie lange wollt ihr dem FCH treu bleiben? Solange, also ich habe ja noch 2 Jahre Vertrag, also die denke ich, werde ich auch auf jeden Fall hier verbringen. Was danach passiert, das weiß man natürlich nie. Genau, solange der Kevin hier bleibt, bleibe ich auch hier. Und jetzt hast du, glaube ich, der Kollegin hinter dir Frage mitgenommen, du darfst auch nochmal? Ja? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ein Ritual im Spiel, was ist das? Mein Ritual? Ich habe immer ein kleines Stoßgebet. Ich habe kein wirkliches Ritual vor dem Spiel. Ich bin da nicht aber, glaube ich. Und in derselben Reihe machen wir nochmal weiter. Was wollen Sie erreichen? Erreichen? Ja. Den Aufstieg mit Heidenheim in die erste Liga. Also ich denke, das ist auf jeden Fall mein Ziel hier mit dem Verein. Und gesund zu bleiben. Ja. Schön gesagt. Jetzt machen wir in der nächsten Reihe weiter. Eins weiter vorne, von links. Ja, bitte. Glaubst du, der FCH schafft es irgendwann den Sprung in die erste Liga an beide? Ja, also hier wird ja gut gearbeitet und wenn man dem Verein noch ein paar Jahre gibt, dann wieso sollte es nicht klappen? Hat man ja auch an Darmstadt gesehen, dass ein kleiner Verein das auch schaffen kann. Genau, man sieht ja, die zweite Liga ist eigentlich unberechenbar. Da kann mehr oder weniger jeden gegen jeden gewinnen. An sehr guten Tagen kannst du auch den Tabellen ersten, zweiten, dritten schlagen. Also ich denke auch, dass Heidenheim dann in der Zukunft das Potenzial hat, auf jeden Fall in die erste Liga zu kommen. Jetzt, weiter in der Reihe. Wenn ihr ein Haustier hättet, welches wäre das? Auf jeden Fall ein Hund. Oh, Labrador. Weiter, ja. Wie fandet ihr das, wenn Niederlechner den Doppelpack gemacht hat? Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Aber die 2 Tore waren super von ihm, muss man leider anerkennen. Aber klar, wenn du so lange jetzt 0-0 spielst gegen den Tabellenführer, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn du da die letzten 5 Minuten 2 Tore vom Flo noch eingeschenkt bekommst. Ne? Ja, bitte? Genau, in der Reihe nochmal weiter. Warum haben Sie die Rücknummer 23 und 26?
Also das hat eigentlich keine große Bedeutung für mich, die 26. Damals, wo ich gekommen bin, gab es ein paar Nummern, die halt eben frei gewesen sind. Und ich habe mich damals für die 26 entschieden und die habe ich seitdem beibehalten. Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also ich habe die eigentlich nur genommen, weil mir die auch gut gefallen hat, dann, weil die auch frei war. Und ja, hat jetzt auch keine großartige Bedeutung bei mir. Okay, jetzt machen wir in der vorderen Reihe weiter. Bitteschön. Wie viele Verletzungen hattet ihr schon, seitdem ihr Fußball spielt? Ich hatte schon einige. Nee, also ich hatte größere Verletzungen, hatte ich jetzt einen Kreuzbandriss und einen Innenmeniskusriss und am linken Sprunggelenk einen Außenbandriss. Und dann halt hier und da hast du mal ein paar muskuläre Probleme, da zieht es mal, der Rücken macht zu, die Leiste tut weh, das hat man immer mal wieder. Genau, ich glaube mal, meine schlimmste Verletzung war ein Wadenbeinbruch und das Syndesmoseband war angerissen. Aber ansonsten so waren es immer nur so ein paar Bänderrisse, die es aber eigentlich keine schweren Verletzungen sind. Hier vorne im Trikot. Schlaf dir vor manchen Spielen schlecht. Vor manchen Spielen? Nee, vor manchen Spielen nicht. Aber jetzt zum Beispiel nach dem Spiel, wenn du jetzt keine gute Leistung gebracht hast, dann bin ich immer relativ lange wach, dann geht man im Kopf noch ein bisschen durch, was man nicht so gut gemacht hat. Aber vor dem Spiel schlaft immer ganz gut. Ja, ich schlafe eigentlich auch immer ganz gut vor dem Spiel, außer wenn der Zimmernachbar schnarcht, dann haben wir ein Problem. Der Zimmernachbar ist? Nein. Nein, nicht? Nee. Schnarcht das? Schnarcht nicht. Das sagt nicht. Also, dieses Jahr war es Tim Göhlert, der geht ja leider, und für nächstes Jahr, denke ich mal, wird es der Sebastian Griesbeck werden. Erste Reihe, bitteschön. Was ist euer Zimmernachbar? Also, mit wem teilt ihr das Zimmer in dem Auswärtsspiel? Ich bin mit dem Morabi zusammen auf dem Zimmer. Also, wie gesagt, diese Saison mit Tim Göhlert und nächste Saison mit Sebastian Griesbeck. Jawohl, erste Reihe nochmal. Ich sag mal so, kann man gar nicht so sagen, pauschal. Also jetzt haben wir zum Beispiel im Sommer, haben wir knapp 4 Wochen frei. Dann fängt die Vorbereitung auch wieder an und ist auch immer alles ein bisschen abhängig, weil eine EM oder eine WM stattfindet. Und im Winter sind es in der Regel auch so 10 bis 12 Tage. Also da habt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Ferien als die beiden hier. Zweite Reihe. Trikot außen, bitte. Was ist euer Motto? Ich habe eigentlich gar kein richtiges Motto. Also, ich habe ein Motto, das heißt hinfallen, aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Ja, nochmal zweite Reihe. Hättet ihr gerne mit Reportern? Also hier in Heidenheim ist es ja eher ruhig mit den Reportern, da gibt es ja nicht so viele. Aber das hält sich in Grenzen, deswegen geht es auch, also ist gar kein Problem. Natürlich, wenn du jeden Tag mit den Reportern reden müsstest und die dann auch nicht immer die schönsten Sachen sagen, dann ist es, glaube ich, unangenehmer, mit denen zu reden. Genau, ich glaube. Erste Reihe nochmal, hier vorne. Wie fühlt es sich an, in einem großen Stadion vor großem Publikum einzulaufen? Ach, super. Das ist auf jeden Fall eine tolle Motivation, wenn du dann siehst, dass das Stadion ausverkauft ist und weil zumindest viel los ist. Also freut einen und macht natürlich auch Spaß, vor vielen Fans zu spielen, als wie man nur jetzt gar nicht mal vor 2.000-3.000 spielt, weißt du? Also cool. Ja, auf jeden Fall ist es cool, wenn du einläufst und du ins volle Stadion läufst. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn der Anpfiff ertönt, dann blende ich das total aus und dann nehme ich die Zuschauer auch überhaupt nicht mehr wahr. Was war die höchste Zuschauerzahl, von der ihr gespielt habt? Das ist schlecht. Ja, gut, wenn man das so sehen kann, dann die paar Sekunden in Dortmund. 80.000, aber ich weiß nicht, ob man es zählen kann. Also von dem her. Ja, bei mir war es, glaube ich, in Frankfurt vor 45.000, 50.000. Weiß ich nicht genau. Genau, aber beides in der Bundesliga. Also nochmal eine Liga drüber. Zweite Reihe hier außen, bitteschön. Was ist euer Lieblingsessen? Lieblingsessen? Ich esse eigentlich alles hier, ich schaue alles rein. Nudeln meistens. Nudeln. Mitte mit der Mütze? Jo. Wenn du eine Reise machen dürftest, wohin würdet ihr beide gehen? Reise machen, ich habe ja jetzt bald Urlaub. Also ich fahre jetzt mit meiner Freundin zum Beispiel nach New York und danach auf die Dominikanische Republik.
Ich gehe nach Portugal zum Beispiel. Ich mache ein bisschen Lissabon und dann in den Süden, in die Algarve, ein bisschen in die Sonne. Mit deiner Freundin oder ohne? Ja, ohne meine Freundin, mit meinem Bruder. Genau, meine Freundin kann ich. Jawohl, mach mal in der vorletzten Reihe weiter und zwar ganz rechts. Ja, ganz rechts, also von mir aus gesehen, sorry, von mir aus gesehen ganz rechts. Haben Sie Nike oder Adidas Schuhe an? Ich habe Nike, nicht Adidas. Auch nochmal in der vorletzten Reihe, bitteschön. Haben Sie einen zweiten Vornamen? Nee, ich heiße nur Marcel, das war's. Ich heiße nur Kevin. Ja. Ehrlich. Letzte Reihe, bitte, bitte. Ja, ich. Ob ihr von den Fans abgelenkt seid. Aber das hat man noch nicht schon, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wie gesagt, wenn du auf dem Feld bist und dann dich aufs Spiel konzentrierst, dann nimmst du die Fans eigentlich überhaupt nicht wahr. Klar, man war, wenn dann, sag ich mal, gejubelt wird, ist schon, aber im Großen und Ganzen bist du halt so fokussiert, so konzentriert, dass du halt wirklich nur auf das Spielfeld achtest. Ja. Nochmal in der letzten Reihe, ganz außen. Fan von einer anderen Mannschaft, wenn, dann welche? Ich bin großer Fan von Barcelona. Ich habe jetzt nicht unbedingt so eine Lieblingsmannschaft. Früher fand ich Inter Mailand ganz gut. Auch nochmal eine letzte Reihe, bitte. Dann freuen Sie sich auf das künftige Zusammentreffen mit dem VfB? Auf jeden Fall, ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also, klar, spielst ein super Stadion, hast eine sehr gute Mannschaft gegen dich. Also, wenn es so kommen sollte, klar, also ich würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also, klar, die haben natürlich noch eine minimale Chance, das noch zu schaffen, aber wie es ausschaut, werden wir ja nächstes Jahr dann gegen dich spielen. Nochmal zweite Reihe, außen, jawohl. Was ist euer Lieblingsgetränk? Bei Kevin ist es Bier. Bei Tietje auch. Ja, Cola trinke ich. Ich trinke gerne Cola. Ich trinke gerne Apfelschorle, Johannisbeerschorle. So. Jawohl. Ja. Würdest du dich freuen, wenn du in der Allianz Arena spielst? Haben wir ja schon. Zwar gegen 1860 München, aber klar, wenn wir mal gegen die Bayern spielen sollten, wäre es natürlich ein tolles Erlebnis. Jo, in der ersten Reihe nochmal, ihr beiden. Fangen wir an, bitte. Was für einen Schulabschluss habt ihr? Ich habe einen Realschulabschluss. Ich habe Abitur. Auch nochmal? Was erst du kriegst, wenn du spielst? So vorm Spiel immer überwiegend Nudeln und Reisbrei. Das hat halt viel Kohlenhydrate, das gibt dir Power. Und trinken überwiegend halt nur Wasser oder Apfelsaft. Das ist nichts Spektakuläres eigentlich. Ja. Genau. Zweite Reihe, bitte. Was haben Sie noch für sportliche Ziele an beiden? Vielleicht mal irgendwann Bundesliga zu spielen. Genau, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich glaube, so jedes Ziel von jedem Fußballer, weißt du, in der höchsten Klasse zu spielen. Und ich glaube, es ist noch machbar. Also von dem her, das Glück spielt natürlich auch mal eine große Rolle, ne? Dass du im richtigen Zeitpunkt dann gut spielst und das richtige Ziel, aber am besten mit Heidenheim. Und genau, das ist ja unsere Zielsetzung. Und dann machen wir weiter nochmal in der vorletzten Reihe. Wohnen Sie in Heidenheim? Ja. Letzte Reihe nochmal. Rechts, ganz rechts. Wünschen Sie sich irgendeinen bestimmten Gegner aus Irlandiger? Also wünsche nicht spezifisch, aber ich freue mich zum Beispiel, dass Dresden aufgestiegen ist. Dresden ist auch das, eine super Stimmung, tolles Stadion. Und ich denke, es mit Hannover mit dem Absteiger und es wird ja noch einen großen erwischen anscheinend aus der ersten Liga. Ich denke, da kommen coole Vereine runter, auf die man sich echt freuen kann. Mit tollen Stadien, schön. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich freue mich auch, dass Dresden aufgestiegen ist. Die ein super Stadion haben, super Fans. Also es ist dann auch schon ein Erlebnis, dort zu spielen. Und ja, werden noch zwei oder vielleicht auch drei von oben kommen, die natürlich auch große Stadien haben, gute Fans. Und es wird dann auch natürlich ein tolles Erlebnis. Jetzt hier in der Mitte, bitte. Wie lange denkt ihr, dass ihr noch aktiv Fußball spielen könnt?
Das ist schwer zu sagen. Man kommt immer darauf an, wie der Körper auch mitmacht, aber ich denke halt, ich bin 26, ein bisschen gebe ich mir noch. Ja. So, ich sag so, das ideale Alter, könnte ich mir vorstellen, ist so 33, so mit Dreh, so plus minus. Das ist ganz gut. Also ich habe mir auch kein Ziel gesetzt oder kein Alter gesetzt, wo ich sage, dass ich aufhöre. Solange meine Knochen mitmachen und ich noch Spaß am Fußball habe, werde ich auf jeden Fall noch weiter Fußball spielen. In der vorletzten Reihe, in der Mitte? Ja. Wo waren Sie in der Schule? In der Schule? Auf einer Gesamtschule. Und dann bin ich halt auf, weitergewandert und halt habe dort mein Abitur gemacht. Aber ich glaube, du hast gemeint, ja. In welchem Ort, oder? Oder ja gut, das ist schwierig, deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, Sprendling heißt es bei mir, Treichenhain, genau. Bei mir in Niedernhausen, das ist in der Nähe von Wiesbaden. Ganz vorne nochmal, bitte. Was essen und trinken Sie gewöhnlich vor einem Spiel? Hatten wir schon, genau, Nudeln hat es, glaube ich, nicht. Nudeln, genau. Wasser, Apfel. Genau. Zweite Reihe nochmal. Wo wohnt ihr? Hier in Heidenheim. Zweite Reihe nochmal, bitteschön. Haben Sie noch einen Wunschverein, wo Sie gerne spielen möchten? Barcelona, im nächsten Leben dann. Ja, Bayern, Real, Barcelona. Es gibt viele Vereine, große Vereine, wo man gerne spielen würde. Vorletzte Reihe ganz außen. Haben Sie Verwandte in einem anderen Land? Ich habe noch Verwandtschaft in Spanien. Aber ansonsten auch überwiegend in Deutschland. Nein, ich eigentlich gar nicht. Alle in Deutschland. Letzte Reihe. Wie viele Tore habt ihr? Das ist gemein, die Frage ist übel, ne? Ich bin auch torlos. Ich habe ein Tor geschossen. Eins mehr. Letzte Reihe nochmal. Bitte schön. Als er gegangen ist, meinst du? Ja. Ja, klar. So, ist ein super Stürmer, eine tolle Qualität. Ist natürlich schade, wenn er geht, aber man kann es natürlich verstehen. Er hat tolle Angebote gehabt und jetzt ist er mit Freiburg aufgestiegen. Also in dem Moment war es natürlich schade, aber man gönnt es natürlich einem, wenn man so tolle Angebote bekommt. Erste Reihe nochmal. Verdient ihr viel Geld? Man kann doch gut, ganz gut davon leben. Nochmal in der ersten Reihe, bitteschön. Nein. Also klar, man ist angespannt, aber man hat keine Angst in dem Sinne. Man freut sich, man ist ein bisschen aufgeregt, aber Angst ist ja keine Fahne. Nee, bei mir jetzt auch nicht. Also so die ersten paar Spiele, die man so im Profigeschäft gemacht hat, die waren natürlich schon, da hat man schon ein bisschen langen Fieber gehabt, also ich zumindest. Aber mittlerweile hat sich das total gelegt. Und nochmal in der vorletzten Reihe. Haben Sie schon mal ein Kaulik-Kostüm gesteckt, ein Geiger? Nee, ich nicht. Ich hab nicht. Erste Reihe nochmal hier. Müssen Sie viele Interviews beantworten? Ich in der Regel nicht so viele. Ich glaube, unser Kapitän, der Stadtrat, ist ja schon eher gefragt, aber bei mir hält sich das voll in Grenzen. Ja, bei mir hält sich das auch in Grenzen. Ganz außen nochmal, zweite Reihe. Wie würdet ihr es finden, in der Champions League zu spielen? Super. Ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da will jeder Fußballer irgendwann mal spielen. Also es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, die Champions League zu hören auf dem Spielfeld. Also. Genau. Ich spiele ja die Creme de la Creme, also das Beste vom Besten mit. Also auf jeden Fall mega, wenn man da spielen dürfte. Ja, bitte? Was habt ihr in eurer Jugend gemacht? Hat man, glaube ich, noch die Frage. Gut, dann machen wir die letzten, ich sag mal, vier Fragen. Fängst du nochmal an für die letzte Frage? Wie fanden wir die Saison vom FCA? Die Saison? Also ich fand es eine sehr erfolgreiche Saison. Wir haben den Klassenerhalt, ja, was ja unser primäres Ziel gewesen ist, ja schon frühzeitig dann auch geschafft und ich denke, klar, gab natürlich ein paar ärgerliche Niederlagen und ein paar Unentschieden, die wir hätten vor uns entscheiden können, aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es eine sehr ordentliche Saison, die wir jetzt gespielt haben bisher. Gesundheit. Ja, hier vorne, erste Reihe nochmal.
Mit wie vielen Jahren habt ihr beim MCH begonnen? Hätte ich jetzt gesagt. 20, wo ich ausgeliehen war, glaube ich. Ja. Und fest unterschrieben habe ich hier mit 22. Ja, nee, 21. Genau. Ich habe auch mit 22 unterschrieben. Ganz in der letzten Reihe nochmal, jawohl. Denken Sie, Sie werden mal in der Nationalmannschaft spielen? Was glaubst du denn? Sei ehrlich. Nein. Nein, das glaube ich auch nicht mehr. Wie gesagt, im nächsten Leben auch vielleicht, das auch, aber leider nicht mehr. Vorletzte Reihe, bitte. Zimmer, mach noch ein paar Fragen oben drauf. Wenn Sie sich einen Namen und einen Vornamen auswählen könnten, wie würden Sie dann heißen? Beide. Ich bin mit meinem Namen eigentlich ganz, ganz glücklich. Also. Ja. Geht genauso. Und dann macht ihr beide jetzt quasi die, oder ihr drei macht die letzten drei Fragen. Wir fangen vorne an und gehen dann nach hinten durch. Bitteschön. Habt ihr noch einen zweiten Beruf? Ich nicht. Einen zweiten Beruf? Nein. Nein, aber ich will so ein bisschen anfangen, was in meinem Kopf zu machen, zu studieren, dass du dann nach dem Fußball auf jeden Fall was in der Hand hast. Welche ist eure Lieblingstribüne? Lieblings? Was ja, ist eure Lieblings- die Osttribüne. Welche? Die Lieblingstribüne? Die Lieblingstribüne. Absolut, ja. Letzte Frage, letzte Reihe. Du hast. Wie denkt ihr euer nächstes Spiel aus? Wir gewinnen das auf jeden Fall. Wie hoch ist das? Ganz klar. Sieg. Zum Abschluss der Saison auf jeden Fall nochmal ein Sieg. Also dann.